dabei bei den Schafen, die Schafe hier einzusperren. Und dafür haben wir die Hecken hier, wie man im letzten Video auch schon gesehen hat. Ja, die stecken wir jetzt zusammen, das will ich einmal zeigen. Genau, jetzt haben wir hier die Aluhecke vom Anhänger runter. Und dann stellen wir das hier so hin und wir müssen immer die äußeren, also immer die äußere Seite, wo die sehr weit auseinander sind mit den näheren Noppen, da passt das dann immer. Und dann stecken wir die Stange da einmal durch. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass es so ist, weil so können die Schafe das nicht aushaken und dadurch bleiben die Schafe halt hier drin. Genau, wir bauen jetzt einmal auf. Wir bauen jetzt einmal auf und dann ja, sorgen wir dafür, dass die Schafe hier reinkommen. Mit den Hunden. Also, bis gleich. Komm, Pelle! Ja, wir haben die jetzt alle im Hock. Unsere Hunde liegen da hinten noch und ja, die werden jetzt einmal kontrolliert, ob die ja jetzt schon vorzeitig lammen. Deswegen kontrollieren wir jetzt das Euter und dann kriegen die alle einen blauen Strich auf dem Rücken, auf dem Hinterteil und ja, die werden wir dann nachher aufladen und dann mit nach Hause nehmen. Ja, wir haben die Schafe jetzt hier rausgesammelt. Ja, das haben wir dann separat gemacht. Hier laufen die insgesamt 8 Stück, die jetzt vorzeitig lammen. Und ja, die anderen Schafe kriegen jetzt eine andere Weide, weil die lammen erst im März. Da geht das demnächst los. Das werden wir euch dann auch in den nächsten Wochen zeigen. Und ja, von daher, die Hunde sind da hinten noch. Mein Vater holt da hinten noch das Weidezorngerät und dann wechseln die Schafe gleich die Koppel. Wir haben einen Teil der Schafe schon aufgeladen. Also die werden wir jetzt auf eine andere Koppel bringen. Kann ich einmal zeigen. Das sind ja, insgesamt hier 16 Mutterschafe, die jetzt alle eine andere Koppel kriegen. Die haben ja, wie gesagt, die haben wir markiert. Alle haben sie einen hinten blauen Strich und die, die vorzeitig tragen sind, die 8, die wir jetzt ausgewählt haben, die haben hier auf dem Rücken einen blauen Strich. Nur einmal, dass wir das denn so auseinanderhalten können. Genau. Ja, und dann zeigen wir gleich, wie wir die Schafe ausladen und wo sie denn die neue Koppel kriegen. Jetzt wollen wir noch schon mal die Hunde holen. Ins Auto! Ins Auto! Komm, Bert! Enni! Pelle! Ins Auto! Komm, Bert! Enni! Komm, Enni! Ja, die Fläche geht bis ganz runter zum Deichner, bis zum Deich sage ich schon, bis zur Bundesstraße so unten. Und ja, da haben wir auch eine doppelte Litze, dass die Schafe da nicht rübergehen. Und ja, super, super Neuansaat, super Futtergrundlage. Und ja, hier können die Schafe dann erstmal ein bisschen laufen. Ja, und sonst soll es dann erstmal gewesen sein für das Video. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt, und wenn ihr Fragen habt, weiterhin stellt sie unter das Video. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann hier unten links, meine ich, abonniert den Kanal. Also wenn ihr auf das Schaf drückt unten, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal reinschaut. Euer Henning, nordische Grüße.